Ja, vielen Dank, Martina und Stefan, für die Einladung. Es geht um Bilder und ich sage es gleich vorweg, es geht nicht um Bildtheorie. Ist ein super spannendes Feld, könnte ich jetzt auch interessante Sachen zu erzählen, aber es geht wirklich um die Anwendung. Also es ist in der Tat jetzt sozusagen der Schritt, so vielleicht der Zwischenschritt zu einem Praxisteil. Es geht also darum, wie kann man Bilder einsetzen, als Werkzeug benutzen, und zwar sowohl in der landschaftsarchitektonischen Praxis, das wissen die meisten von Ihnen, als auch in der landschaftsarchitektonischen Forschung. Und da wird es dann schon interessant, weil vielleicht die meisten bei Bildern und Forschung eher an Schaubilder denken, also relativ rationale Konstrukte. Und wenn man mal so ganz weit zurückguckt, ist ja das Humboldt-Jahr, also es liegt eigentlich nahe, sich nochmal anzugucken, was der berühmte Natur- und Kulturwissenschaftler Alexander von Humboldt so produziert hat. Der hat ja nicht nur Texte geschrieben, sondern er hat immer auch diese wunderbaren Tableau-Physik. Sieht man das eigentlich, oder ist das zu hell? Können wir noch ein bisschen dunkler machen? Produziert. Und ich hatte die große Freude, mit dem Humboldt-Forscher auch mal hätte, zusammenzutreffen bei der Humboldt-Woche in Berlin. Und der hat nochmal ganz ausführlich dargestellt, dass Humboldt eben nicht versucht hat, in irgendeiner Weise die Realität mit den Bildern abzubilden, sondern die, wie er sie sich, also das Bild, was er sich von der Realität gemacht hat. Und da geht es doch nicht um geografische Korrektheit, sondern es geht wirklich darum, das Ganze zu erfassen und darzustellen. Also die Pflanzennamen, die sich hier finden, die sind nicht so vorgekommen. Die hätte er auch nicht so vorgefunden. Und diese Inseldarstellung der Anden ist so ein Beispiel vielleicht dafür, wie auch Bilder selbst in der Wissenschaft eine Rolle spielen können. Es gibt auch aktuellere Beispiele dafür, ganz sicher. Komme ich nachher noch zu. Ein kurzer Blick in die Praxis. Auch das ist ein Bild, wo man sich vielleicht auch fragen könnte, warum braucht eine Kleinstadt im Münsterland überhaupt so ein Bild? Und der ist dafür verantwortlich, der war jahrelang Bürgermeister in dieser Gemeinde, Stadt genau genommen, hat immer gesagt, also am Landschaftsplan, da habe ich jetzt mal bewusst das Medium ausgenommen, was wir haben, aber auch in der topografischen Karte, am Luftbild kann ich meine Stadt eigentlich nicht erklären. Es macht sich keiner ein Bild von meiner Stadt, weder die, die hier hinziehen sollen und wollen, weder die, die hier Tourismusunternehmungen starten wollen, noch die Wirtschaft. Und hier mal reingezoomt in dieses Bild. Er hat dann dieses Bild in Auftrag gegeben und hat eigentlich gesagt, ihr müsst in diesem Bild das darstellen, das rauskitzeln, was typisch für unsere Landschaft ist. Und Sie sehen vielleicht diese ganzen Höfe hier. Denken Sie nicht, dass die realitätsnah sind, getreu sind. Nah vielleicht schon, nicht getreu sind, sondern es ist deutlich überhöht, deutlich vergrößert. Der Charakter dieser bäuerlichen Kulturlandschaft rund um dieses kleine Städtchen herausgehoben. Denken Sie nicht, dass die Stewa wirklich so breit ist. Das ist die H100-Linie, die aber ganz bewusst übernommen worden ist, um zu zeigen, das sind die Elemente dieser Stewa, dieses Flusses, die uns in Zukunft interessieren werden. Deswegen werden wir die auch so stark blau darstellen, obwohl sie nur ganz selten überhaupt überschwemmt ist. Und dieses Bild war dann die Grundlage, sich mit der Landschaftsentwicklung rund um diese Stadt intensiver auseinanderzusetzen, war auch der Anker für diverse Renaturierungsmaßnahmen entlang der Flüsse, war mit ein Grund dafür, wie die Beweidung angegangen worden ist der extensiven Flächen, ein Tourismusmagnet, wie Sie sich wahrscheinlich alle vorstellen können, und war auch dann ein gutes Hilfsmittel, wenn es um die Fragen des Klimawandels, der Überschwemmungsthematik in der Gemeinde geht. Also ich hatte auch eine ganz praktische Funktion, diese Karte, dieses Bild. Andere Planungen schlossen sich daran an. Jetzt vielleicht nach diesen beiden kurzen Einstiegen, diesen Beispielen, erstmal, warum denn überhaupt? Und da gibt es ja noch einen Untertitel zu meinem Vortrag, nämlich die transdisziplinären Prozesse. Ich sollte noch was dazu sagen, dieser Mann, also die Stewa ist kein Badegewässer, und dieser Mann sieht nur zufällig so aus wie der Bürgermeister. Er ist es natürlich nicht. So viel zum Thema Landschaftserleben, das hatte ich vergessen. Worum geht es überhaupt? Und ich werde jetzt eher auch nur ganz kurz schlagwortartig sagen, was der Hintergrund ist. Sie alle kennen wahrscheinlich die Studien von Katrin Schmidt und Kolleginnen zum Thema Landschaftswandel in Deutschland. Also die Landschaft ist von einem großen Transformationsdruck, ist dem ausgesetzt. Es ist eine zentrale Grundlage.
wissen, dass es die Gleichzeitigkeit von Schrumpfung und Wachstumsgebieten gibt in Deutschland. Und der ländliche Raum ändert sich, das wissen wir nicht nur seit dem Vortrag eben von Marc Michaelis. Und die Frage bleibt, was denkt die Kuh? Also es ist in der Tat genau der Punkt, der noch nicht beantwortet ist. Wir wissen gleichzeitig, dass wir nicht nur aktuell durch Fridays for Future und dergleichen in die Medien gebracht die Grenzen unseres Planeten kommen. Also Herausforderungen kommen auch von der Seite. Wir diskutieren, nicht wir, aber die Geologen diskutieren darüber, auch das wissen Sie wahrscheinlich, ein neues Zeitalter auszurufen, dass das Anthropozän, kann man nicht so oder so sehen, will ich mich hier auch gar nicht positionieren, aber ich will Sie gerne mit einem kleinen Zitat, ich hoffe, erfreuen, was ich dazu so extrem passend finde, nämlich von dem französischen Philosophen Bruno Latour, der dazu gesagt hat, was wir Zivilisation, Kultur nennen, sagen wir die im Laufe der letzten 10 Jahrzehnte angenommenen Gewohnheiten. Hat sich, so erklären die Geologen, innerhalb eines erstaunlich stabilen geografischen Raums und Zeitabschnitts vollzogen. Das von ihnen so bezeichnete Holozän, in dem sind wir jetzt, wies alle Merkmale eines Rahmens auf, innerhalb dessen man mühelos das Handeln der Menschen unterscheiden konnte. So wie man im Theater die Räumlichkeit und Kulissen vergessen und sich auf die Handlung konzentrieren kann. Das trifft auf das Anthropozän nicht mehr zu. Heute sind alle, die Chor, Kulissen, Hinterbühne, das gesamte Gebäude auf die Bühnenbretter gestiegen und machen den Schauspielern die Hauptrolle streitig. Das ist für mich ein Zitat, was sehr bildhaft, es geht um Bilder, darstellt, was die Besonderheit dieser Entwicklung ist. Und die läuft natürlich, das wundert Sie nicht, immer darauf hinaus, dass wir es mit einer extrem komplexen Situation zu tun haben. Wir haben das scheinbare Nebeneinander und eben doch nicht mehr Nebeneinander von den natürlichen Prozessen, den künstlichen Prozessen. Es gibt übrigens sehr interessante Forschungen auch schon dazu, Forschungen, die sich trauen, wie die von Rasmus Holzhey aus Aarhus, auch wirklich Bilder zum Teil von Forschung zu machen. Also das Forschungsprojekt Coastal Arc kann ich schon empfehlen, arbeitet damit, zeigt Anthropozän in Fotos unterschiedlichster Art und geht immer wieder mit dem Bild daran zu erklären, wie eigentlich diese Verwebung von menschlichen Prozessen und natürlichen Prozessen diese Verwebung kaum noch aufzudröseln ist. Und ja, es geht um Komplexität. Martin Kubinski und ganz viele andere auch sagen, dass Komplexität in Landschaften vor allen Dingen bedeutet, dass wir es mit einer unvorhersehbaren Entwicklung zu tun haben. Das ist natürlich für die Wissenschaft jetzt mal eine Katastrophe. Wir denken ja mal so ein bisschen, was vorhersehen können wir dann doch, dass wir es mit Prozessen zu tun haben und dass das Ganze auch noch relational ist, also dass wir eben diese ganzen Zusammenhänge, die es häufig zu betrachten gibt, doch nicht in einem klassischen wissenschaftlichen Setting vielleicht betrachten können. Und Tom Nielsen und meine Kollegen aus Aarhus wiederum haben Eigenschaften dieser urbanen Landschaften beschrieben und das passt, finde ich, relativ gut zu dem, was du heute Morgen als Einstieg sagte, Stefan, mit der Fragmentation of Urban Landscapes oder of Landscapes. Die sagen nämlich, typisch für diese komplexen Landschaften ist Appropriation, also Aneignung, Cohabitation, Zusammenwirken, Zusammenwohnen, Diversity, Connectivity und Porosity. Und über jeden dieser Begriffe könnte man jetzt eine halbe Stunde reden, das tue ich nicht, keine Angst, aber da wird, glaube ich, deutlich, was wir jetzt da mit Prozessen zu tun haben, die vielleicht mit einem klassischen linearen Vorgehen gar nicht so leicht zu fassen sind. Und Komplexität, könnte man da jetzt nicht einfach sagen, ach, kann man das nicht ein bisschen reduzieren? Also warum ist denn Komplexität, kann man das nicht ein bisschen einfacher machen? Das kennen Sie wahrscheinlich, die Sie in der Politik unterwegs sind, immer wieder, das wünschen sich die Politiker nämlich eigentlich immer. Können wir es nicht ein bisschen weniger komplex? Und ich habe dazu neulich ein Interview gelesen mit Richard Sennett und ich finde, der hat das wunderschön auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, zeitgenössische Kulturen verlieren gerade die Vorstellung, dass Komplexität etwas Gutes ist. Sie wollen Einfachheit, wollen zurück zu einer fiktionalen Zeit, wo es Gemeinschaften gegeben haben soll, in denen alle gleich waren. Für mich ist das ein dezivilisierender Prozess. Und das ist das, was ich zum Beispiel auch meinen Studierenden im Master
immer wieder sage, auf unterschiedliche Art und Weise versucht, diese Komplexität anzunehmen. Als etwas, was anstrengend ist, was kompliziert ist, was manchmal einem auch schlaflose Nächte bereitet, aber nur reduzieren ist keine Möglichkeit. Und dann kommen wir zu den ersten Arten der Annäherung, nämlich die Transdisziplinarität, auch so ein Modebegriff. Also man muss mal aufpassen, die ganzen Modebegriffe, ne? Dann irgendwann kann man es nicht mehr hören, dann kommt der nächste Modebegriff. Aber was heißt das? Das heißt, dass wir nicht nur Disziplinen zusammenarbeiten, das kennen wir schon, das tun wir auch schon in vielen Forschungsprojekten zum Beispiel relativ häufig, aber dass wir eben auch noch diese ganzen unterschiedlichen Akteursgruppen, die übrigens Teil der Komplexität sein können, mit ins Boot holen. Und viele Forschungsprojekte tun das mittlerweile ja auch. Der, glaube ich, relativ lauteste, das meine ich positiv, Protagonist in diesem Kontext ist Uwe Schneidewind, der mit dem Wuppertal-Institut die reale Probe als eine Wissenschaftsneuerung, wie er es beschreibt, sehr landauf, landab postuliert und auch umsetzt, in Baden-Württemberg schon relativ intensiv. Und er sagt, da gibt es einfach sehr unterschiedliche Arten von Wissen. Und man muss eben auch auf das Wissen dieser lokalen Akteure zurückgreifen können, die nämlich ja daher auch in dieser Komplexität handeln müssen, handeln wollen. Und es geht genau darum, diesen Akteuren was an die Hand zu geben, wie sie mit der Wissenschaft zusammen Transformation gestalten und nicht nur eine wissenschaftliche Arbeit abgegeben wird und dann sagt man nachher, jetzt setzt doch mal um, was wir euch da so als Leitfaden und dergleichen aufgeschrieben haben. Es gibt noch andere Forschung, die mit Bildern arbeitet, aber da gehe ich erst noch mal vielleicht sogar drüber hinweg. Eins vielleicht noch ein Reallabor, was ich sehr schön finde, ich werde das von Ihnen kennt, die Floating University in Berlin, die in einem wegen Rückhaltebecken einen Sommer lang eine temporäre Universität aufgebaut hat, Raumlabor, da wird das gemacht. Da konnte man sich alles angucken, wie man dem Wasser, was dort ist, wie man es klärt, wie man es weiterverarbeitet. Es wurde mit dem Wasser auch gekocht aus diesen wegen Rückhaltebecken. Und es gab sehr unterschiedliche Formen der ko-kreativen, transdisziplinären Erfahrung, des Erfahrungsaustausches, alles rund um dieses Thema Wasser und Klimawandel. Ja, ich habe es schon erwähnt, der nächste, dieses Schlagwort, auch da kommen Sie nicht drum herum, Co-Kreativität ist auch, ähnlich wie Transdisziplinarität, etwas, wo man mit der Komplexität nicht drum herum kommt, denn es geht wirklich darum, dass wir sagen, es gibt nicht nur diese Menschen, die Flächen nutzen und gestalten, das ist bestimmt ein wichtiger Punkt, wir sind auch längst so weit, dass wir uns angucken, wie die sich eigentlich in diesen Räumen bewegen und damit auch durch ihre Bewegung den Raum prägen. Also wir gucken ja nicht nur noch darauf, wo sie eigentlich einkaufen, sondern auch, wie sie eigentlich zu dem Ort, wo sie einkaufen können, hinkommen. Aber dann gibt es immer noch diese komplexen Interaktionen zwischen diesen Akteuren. Und dann wird es in der Tat interessant, wenn man diese Interaktion sich genauer anguckt, dann gibt es einen Ansatzpunkt für ko-kreative Prozesse. Jetzt behaupte ich also hier, können Sie gleich gerne widersprechen, dass so eine Umgang mit Komplexität, dass es dem hilft, wenn man transdisziplinär und ko-kreativ arbeitet. Und daraus leiten sich für mich die Fragen ab, wie arbeiten wir denn eigentlich zusammen? Mit welchen Instrumenten tun wir das? Welche Fertigkeiten brauchen wir? Und das ist eben heute mein Schwerpunkt des Vortrags, welche Rolle können dabei diese Bilder spielen? Ich unterscheide drei unterschiedliche Arten von Bildern. Die ersten Bilder sind die erlebten Bilder. Als ich bei dem Landscape Forum vor, ich weiß nicht wie viele Jahren hier war, stand ich auf dieser Terrasse und heute Morgen war ich hier in Gespräche vertieft bei La Brezza und ich wollte da unbedingt raus, weil ich dieses Bild im Kopf hatte von dieser Terrasse. Das war das, was ich, das verbinde ich mit diesem Campus als eine ganz, ganz starke Erinnerung. Da hätten Sie mir noch so viele schöne Fotos zeigen können von der Terrasse. Das wäre nicht in meinem Leben drin gewesen, ich hätte gar nicht erinnert daran, wenn ich da nicht gestanden hätte. Also es geht darum, in solchen Projekten, in solchen Prozessen, in solchen transdisziplinären Raum zu erkunden. Einige, die schon mal sich andere Vorträge von mir anhören mussten, die wissen, dass das sowieso eines meiner Themen ist, Raum zu erkunden und sich über die Raumwahrnehmung, die Ideen, die Herausforderungen intensiv zu verständigen. Denn selbst über solche komplizierten Themen redet es sich völlig anders, wenn Sie mit Leuten darunter stehen, hinhören, hinschauen, genau argumentieren, als wenn Sie eine noch so perfekte digitale Visualisierung dazu gezeigt bekommen. Auch über die Umgestaltung in diesen
Raum eben, den ich nur zu Beginn gezeigt habe, argumentiert es sich anders, wenn man da einfach mal durch die Wiese hingeht. Oder die Varianten von Wirtschaftswegen lassen sich anders diskutieren, wenn man sie einfach mal vor Ort aufbaut und sich ein Bild von der Situation macht. Und Elke Krasny sagt das in einem Lieblingszitat immer wieder ganz wunderbar, nämlich die sagt über das Herstellen von gemeinsamen Orten im realen, im übertragenen Sinne entstehen neue Räume, Denkräume, Vorstellungsräume, Erfahrungsräume, konkrete, physisch fassliche Räume. Dazu brauche ich aber diese Erfahrung des Raumes, das geht nicht ohne. Und jetzt zu dem ersten Projekt, was ich Ihnen dazu ganz kurz zeigen will. Und bevor ich das tue, damit ich gar nicht vergesse, der Trailer am 13. November gibt es dazu eine viel ausführlichere Diskussion und Präsentation. Die Einladung geht ganz, ganz weit raus. Wo sitzt Herr Lampert eigentlich? Er ist da, wunderbar. Und ich gehe da auch an den Alumni-Club und mit in den Kreis. Ja, also ich kann es heute nur kurz anreißen. Herr Königer ist auch da. Also es ist ein Projekt, was die Landeshauptstadt München in Auftrag gegeben hat und wo ich die große Freude war, mitarbeiten zu dürfen. Und es wird dazu heute nur ein paar Folien geben, aber das ist hier mit der Trailer. Kommen Sie, rennen Sie den Münchner in die Bude ein, wenn wir es am 13.11. genauer vorstellen. Es geht nämlich um die Landschaften des Grüngürtels. Die sind sehr unterschiedlich, das zeigt diese Grafik vielleicht schon. Und wir haben uns in diesem Projekt auf den Weg gemacht mit unterschiedlichen Akteursgruppen. Einige sind sogar hier, treten auch nachher noch auf und haben das getan, richtig lange. Es war eine lange Wanderung, der Grüngürtel ist groß und haben vor Ort uns ein Bild gemacht, den Raum erlebt. Wir haben neben der Projektgruppensitzung, wo unterschiedliche Akteure beteiligt waren, interkommunale Workshops gemacht, weil der Grüngürtel bekanntlich nicht an der Grenze von der Landeshauptstadt München zu Ende ist. Haben also intensiv diskutiert, das waren sehr produktive Tage und wir haben eben drei solche längeren Walks gemacht. Und wie die so abgelaufen sind, kann ich Ihnen leider nicht so schön erzählen, wie das der Film kam, den ich jetzt zeige und der natürlich perfekt funktionieren wird. Richtung. Wir haben heute eine wunderbare Wanderung gemacht im Münchner Norden und sind von der Regattastrecke runtergelaufen bis zur Fasanerie. Und da hat man schon gesehen, dass die Wege, die durch die Landschaft führen, schon sehr interessant sind, dass man da aber noch was machen kann. Und dass es eine Qualität hat im Münchner Norden, auch nördlich der A99, als Erholungsraum wirklich genutzt zu werden. Ja, wir haben das heute zu Fuß alles gemacht, um wirklich mal in Erfahrung zu bringen, wie hängt die Spur, die ich in die Landschaft lege, durch meine Fortbewegung mit der Landschaft zusammen. Da gibt es völlig unterschiedliche Situationen rund um München. Hendrik Schulz und ich haben München umrundet und sind auf mindestens 17 unterschiedliche Landschaften gestoßen, die wir porträtiert haben. Und wir haben ja gemerkt, welche unterschiedlichen Situationen wir allein in dem Raumfeld Mochin aufgefunden haben. Kleinteilige Gewässerstrukturen, große, langgezogene Kanäle. Da haben wir aber auch gemerkt, schade, das sieht man viel zu wenig, die Kanäle. Da würde man auch gerne öfters mal am Salz punktuell ran. Ja, das sind die Momente, auf die es uns ankommt und das macht man am besten zu Fuß. Okay, dann müssen wir so anfangen, das müssen wir neu machen. Das muss auch nicht irgendwie so fünfmal rein zurück sein, aber man sagt, wir werden jetzt hier hin, wenn es nur ein paar Minuten ist, in diesen wunderschönen Blick rein kommt. Das Besondere beim Unterwegs an der Landschaft ist beim Wandern, dass man die Dinge findet, die nicht im Internet zu finden sind, die nicht in Büchern stehen, sondern das sind die Sachen, die man spontan entdeckt, die man nicht erwartet hätte, die Gerüche, die Geräusche, die Menschen, die man unterwegs trifft. Wir haben eine Reiterin auf ihrem Pferd getroffen, die wir nie zu einer öffentlichen Veranstaltung bekommen. Die hat uns vor Ort erzählt, was sie von der Landschaft denkt, was sie davon hält. All diese Besonderheiten, diese Kuriositäten, die entdeckt man, wenn man zu Fuß in der Landschaft unterwegs ist. Und das in so einer Gruppe ist deswegen so gut, weil dann kann man sich danach austauschen und kann sagen, wie findest du das? Was denkst du dazu? Wie gefällt es dir hier? Wie fühlst du dich hier? Deswegen ist so ein Tag draußen wahnsinnig produktiv.
Also ich freue mich über die Struktur der Landschaft, so wie sie jetzt ist, mit der Vielfältigkeit, Landwirtschaft, Gemüsebau, auch zwischendurch vielleicht einmal ein paar Leute, die mit den Pferden durchgaloppieren. Mir gefällt es. Mir ist wichtig, dass die Leute auch gelenkt werden, dass sie also nicht irgendwo so in die Natur reingehen, dass sie was zerstören. Auf der anderen Seite soll man die Leute natürlich auch rauslassen in die Natur, damit sie überhaupt ihre Landschaft kennen und sie lieben lernen und dann auch schützen wollen. Die Gruppe heute war sehr experimentierfreundlich, offen, war Austausch interessiert, war neugierig, all die Dinge, die man braucht, wenn man auf neue Ideen kommen will, solche Landschaften und vor allem für die Wege, die sind sehr gängig. Genau, es ging uns um die Wege, das habe ich noch gar nicht so ausführlich gesagt, fiel mir gerade auf. Also dass der Auftrag war, eine landschaftsbezogene Wegekonzeption für die Grüngürtel zu machen. Es gibt schon wahnsinnig viele Wege, die sind auch alle geplant. Meistens allerdings nicht von Leuten, denen es um die Landschaft unbedingt ging, sondern meistens von welchen, die mit ganz anderen Gesichtspunkten, die auch total wichtig sind, Sicherheit, Verkehrssicherheit, wie komme ich möglichst schnell von A nach B, also eher vielleicht auch ein verkehrsplanerischer Blick darauf. Das war ohne Frage ganz wichtig, aber hier in diesem Projekt ging es darum, sich so speziell mal mit dem Fokus Landschaftsarchitektur anzugucken. Ich bin überhaupt nicht multitaskingfähig und suche gerade, während ich rede, die andere Präsentation wieder. Da, ne? Super. Dann geht es weiter. Genau. Und in diesem Projekt, ich sage es vielleicht noch ein bisschen mehr, aber erst nochmal zu den erlebten Bildern, ist für mich ganz deutlich geworden, was der Vorteil dieser erlebten Bilder ist. Also was der Vorteil ist, dass man sich vor Ort ein Bild vom Raum macht, sich vor Ort über die Ideen und Herausforderungen verständigt. Es gibt nämlich eben Gelegenheiten, sich im Angesicht des Themas, des Raumes, des Problems über Wahrnehmung und die individuellen Bilder auszutauschen. Natürlich haben wir völlig andere Bilder. Das hängt ganz davon ab, wo wir aufgewachsen sind, was wir für Erfahrungen mit Landschaft gemacht haben. Das ist nur hoffnungslos, das zu wissen, wenn man nicht wenigstens in den Austausch darüber geht. Außerdem werden dadurch komplexe Themen deutlich konkreter, nicht vereinfacht, aber doch konkreter, weil deutlich wird, dass persönliche Erlebnisse und gespeicherte Landschaftsbilder, das daran angeknüpft werden kann, später. Komplexität kann intuitiv erfasst werden, auch das ist nicht unwichtig. Also das, was in meinem Kopf, die Gehirnforschung beschreibt das ganz wunderbar, das, was in meinem Kopf so zusammensort, zu diesem Bild, was ich mir merke, das ist ja ein unglaublicher Prozess der Auswahl. Also ich, ein paar Sachen erinnere ich, und warum ich die erinnere, die Gehirnforschung versucht, mit solchen bildgebenden Verfahren zu erklären, aber es ist unglaublich schwer nachzuvollziehen. Darauf gilt es dann auch zu setzen, wenn man gerade in solchen transdisziplinären Prozessen unterwegs ist. Aber natürlich haben wir nicht nur in der Mitte draußen rumgewandert und haben uns unterhalten und unsere Wahrnehmung ausgetauscht, sondern wir haben immer auch natürlich eine ganz andere Art von Bildern produziert, die nämlich so aussehen. Zum Beispiel solche Bilder, die in den Landschaften die Aspekte hervorheben, die für unsere Aufgabenstellung, nämlich für die Wege, für den Zusammenhang von Wegen und Landschaften besonders wichtig waren. So sehen die zum Beispiel aus. Es gibt auch noch andere Bilder, sogenannte Wegetypen. Das ist speziell für München entwickelt worden, also von uns. Wir haben München selbst auch Ewigkeiten erwandert, viele Wochenenden hier verbracht und haben dann, man guckt, welche Typen von Wegen kommen eigentlich ständig wieder vor. So ein Durchmesserweg, der also durch einen weiten Flur führt, hat natürlich ein völlig anderes Verhältnis zu der Landschaft, als wenn das ein Weg wäre, wo ich eventuell solche Engpässe habe, alles auf diese Engpässe zusteuert. Oder wo ich eine Sichtachse ganz typisch für den Norden von München queren kann. Auch das sind Bilder. Das wird dann eher zur Karte, wenn man sich darüber klar macht, dass es so gute und schlechte Hindernisse gibt. Wahrnehmungsleitende Raumstrukturen haben wir es genannt, also große, starke Richtungen, wie beispielsweise diese blauen Dinger. Oder so introvertierte Ruhepole, wie die Kiesteiche zum Beispiel, von denen eigentlich nur die was wissen, die Insider sind, und dann die Orientierungspunkte in diesem Ort, die sind überschnitten worden mit den Raumtypen, mit den Wegetypen. Und immer Schritt für Schritt ist daraus dieses Wegekonzept gewachsen. Wie das genau passiert, das kann ich Ihnen heute nicht erzählen. Entscheidend ist, dass in diesem Wegekonzept eine zweite Kategorie von Bildern ganz wichtig war, nämlich die Visionen und Ideen nachvollziehbar machen. Also das, was wir Planer als Handwerkszeug haben. Aber eben
Bilder, die schon auch ganz stark, Sie sehen, die sind fast alle per Hand gezeichnet. Mein Kollege Beres van Detten ist darin ziemlich gut. Diese Handzeichnung ist aber auch wiederum ein Trick. Ich komme da nachher nochmal zu. Ich möchte Sie erst nochmal ein anderes, völlig anderes Gebiet mitnehmen, ins Münsterland. Da ging es um eine weitere wichtige, komplexe Planungsaufgabe, nämlich wie die Flüsse in dieser Region im Kontext der Wasserrahmenrichtlinie, aber eben auch darüber hinaus umgestaltet werden können. Das muss passieren, das sieht die Richtlinie vor, also man kommt nicht drum rum. Und wenn man es dann schon macht, dann kann man es auch gleich richtig gut machen und sich klar machen, dass es natürlich dabei nicht nur um die Verbesserung der Strukturgüte des ökologischen Zustands geht, sondern eben natürlich auch um all die anderen Interessen, die an diese Flüsse, das ist ein Ausschnitt aus einer riesengroßen Karte, an diese Flüsse gestellt werden. Und auch da gibt es die erlebten Bilder, ganz klar, gehört zu jedem guten Projekt aus meiner Sicht dazu, sich ein Bild zu machen und eben nicht nur auf den gewöhnlichen Wegen, sondern ganz bewusst auch auf anderen Wegen unterwegs zu sein, weil dieser Perspektivwechsel manchmal notwendig ist, um sich klar zu machen, wo bin ich hier eigentlich, dass wirklich das Gedächtnis auf Bildproduktion schaltet. Natürlich beschäftigt man sich überhaupt mit der Geschichte davon. Ich zeige solche Folien so, damit Sie wissen, wir haben sind nicht nur rumgelaufen und gezeichnet, wir haben uns natürlich auch mit den ganzen harten planerischen Fakten, auch natürlich mit den formellen Plänen beschäftigt, das kommt jetzt hier gar nicht vor, haben uns dann gefragt, was gibt es eigentlich alles für Bestandsetappen, also für Bestandsabschnitte im Fluss, auch hier nur ein Beispiel. Und jetzt komme ich zu dem, was ich Ihnen eigentlich zeigen will, nämlich zu den Bildern. Das ist eins von 8 Bildern, die als Vision, also als wie es sein könnte, dargestellt worden sind. Und das Interessante an diesem konzipierten Bild ist, dass es nicht an einem Ort zu verorten ist. Und trotzdem haben ganz viele Leute im Münsterland, Bürgermeister, selbst Planungsfachleute gesagt, naja, das ist ja unsere Situation, die dargestellt haben. Also die haben sich offensichtlich darin wiedererkannt, in diesen Bildern. Ich zeige Ihnen nochmal ein anderes, das ist der Wildefluss. Das heißt, das sind unterschiedliche Richtungen, in die die Reise gehen könnte bei der Umbau der Flüsse. Und sie sind so konkret, man kann fast sagen, ein bisschen naiv, ne, gezeichnet. Also würden vielleicht sogar einige Fachleute sagen, das ist aber jetzt ein bisschen sehr kindlich. Ja, versteht auch jeder. Versteht jeder, der im transdisziplinären Prozess beteiligt ist, versteht auch mit diesen ganzen kleinen Hinweisen zu den Maßnahmen, die man umsetzen muss, versteht, wie sich so ein Fluss dann verändern kann. Und das ist diese große Chance dieser Bilder, dass sie dadurch eine relativ große Gruppe an Leuten ansprechen und bei den Leuten immer das Gefühl haben, na, das ist die Situation, die bei mir gerade angesprochen ist. Anders als der wilde Fluss ist der gezähmte Fluss, da ist die Landwirtschaft auch noch bewusst eingezeichnet. Sie ist Teil des Bildes, obwohl sie eigentlich mit dem Umbau nichts zu tun hat. Aber sie muss sich natürlich sicher fühlen, dass der Fluss hier eben nicht wild ist, sondern noch weiter gezähmt ist, obwohl es 1000 Neuerungen in der verbreiterten Sekundäraue gibt, mit neuen Brücken, die als Aussichtspunkte fungieren und so weiter und so fort. Also konzipierte Bilder, zum Beispiel in Form von solchen erfinderischen Karten oder solchen Handskizzen, wie ich sie gerade gezeigt habe, zeigen unscharfe Visionen und Zusammenhänge. Und das ist so entscheidend, dass sie unscharf sind. Also man könnte auch noch einen ganzen Vortrag über Bildkritik halten. Bilder sind auch manipulativ. Also gehe ich darauf ein, weil Bilder sind auch eine Gefahr, keine Frage. Man kann Bilder auch missbrauchen. Aber dieses Unscharfe hat den großen Vorteil, dass sich die Leute da durchaus verorten können, sich wiedererkennen können und damit arbeiten können. Und sie erlauben vor allen Dingen ein Gefühl für das Ganze zu bekommen. Und jetzt muss ich sie leider einmal noch damit wirklich auf die Reise nehmen. Das ist eine richtig komplizierte und gleichzeitig wahnsinnig wichtige Sache. Man kann Bilder nicht addieren. Es gibt immer wieder Leute, die versuchen zu sagen, wir entwickeln Einzelprojekte und dann zeichnen die alle eine Karte, dann ist es ein Bild. Nein, es ist kein Bild. Es ist eine Addition, die einem nichts sagt. Und ein gutes Bild zeigt immer, indem es die Dinge weglässt, das Ganze und dieses Ganze ermöglicht ein Verständnis darüber, wo die Reise hingehen soll. Raumwissen wird expliziter und Ideen können natürlich verortet oder kommuniziert werden. Klar, das kennen wir aus jedem Planungsprozess. Und das ist deswegen so wichtig, weil in solchen transdisziplinären Prozessen steht immer diese Frage oben drüber, die sie mit den Leuten, die sich mit der wandelnden Landschaft beschäftigen, beantworten müssen. Welche Landschaft erkennen wir in dem, was wir dort gerade sehen, jetzt wie es ist, und in welcher Landschaft wollen wir leben? Und was machen die Bilder? Die betonen etwas, also die heben Dinge heraus, und das tun eben auch diese Handskizzen, die
heben Dinge heraus und lassen andere Dinge weg. Sie überzeichnen etwas, bestimmte Elemente, Strukturen und kitzeln damit entwurflich das heraus, was prägend für die Zukunft dieses Raumes der Landschaft sein könnte. Und damit stehen solche konzipierten Bilder auch zwischen der Bestandsaufnahme, die wir aber so schön trennen von der Visions- und Konzeptentwicklung. Weil es ist erstmal nur Bestand, da ist noch nicht gesagt, was alles anders werden soll. Aber gleichzeitig wird eine Ahnung, wird ein Gefühl davon deutlich, wie es dann eigentlich zukünftig sein könnte. Dann kann man mit diesem Projekt Fürstlandschaften sich auch wunderbar nochmal systematisch klar machen, aus welchem Bestand links kann welche Vision werden. Und dann sind wir schon beim dritten und letzten Element, im dritten und letzten Typ von Bild, nämlich den verhandelten Bildern. Dann werden Bilder zu Kommunikationsmitteln und der Raum kann zum Sprechen gebracht werden. In diesem konkreten Repertoire, was wir dort in Münsterland entwickelt haben, hat zum Beispiel neben vielen anderen die Stadt Coesfeld gearbeitet. Die hat sich das vorgenommen, hat die Werke in Coesfeld umgestaltet und hat mit all diesen Instrumenten gearbeitet und sie weiterentwickelt. Ein anderes Projekt in der kleinen Stadt mit dem verrückten Bürgermeister hat sich auch intensiver damit beschäftigt und hat solche Bilder produziert auf Basis dieser Studie. Und auch solche Bilder, ja, also was ist was, könnte man auch drüber schreiben. Ne? Trauen sich Planer wirklich so etwas abzugeben? Ja, weil jetzt so einfach mal klar wird, was heißt denn eigentlich Renaturierung der Lippe in so einfachen Handskizzen? Versteht plötzlich jeder. Das heißt, diese verhandelten Bilder können diese gemeinsamen Visionen sichtbar machen. Und jetzt ist was ganz Entscheidendes da, auch als Zwischenergebnisse. Wir Planer sind ja immer so ein bisschen darauf, wir wollen ja immer ein Endbild. Ist in solchen Prozessen eigentlich gar nicht notwendig. Es ist erstmal ganz entscheidend, immer wieder zu sagen, ihr könnt dran mitarbeiten, das ist ein Zwischenergebnis. Und bis zum nächsten Treffen der Prägruppe kann es sich weiterentwickeln. Bilder drücken die gemeinsam erkannten Eigenschaften des Raumes aus. Auch das ist etwas, dass man die Gruppe fragen kann, ist es das jetzt? Trifft das von uns als Experten ausgearbeitete Bild jetzt das, was wir diskutiert haben? Ja, nein, wo kann es noch besser werden? Und eventuell kann man sogar richtig mit Wortbildern arbeiten, die den Raum noch viel stärker zum Sprechen bringen. Und jetzt kommt etwas, was in meiner professionellen Landschaftsplanung gar nicht so einfach ist. Du hast es eben schon als bei der Einführung gesagt, diese erlebten, konzipierten und verhandelten Bildern, alle drei Kategorien müssen entworfen werden. Also es reicht nicht, sie einfach nur so abzuleiten. Das funktioniert nicht. Und was heißt entwerfen? Das ist gar nicht etwas wahnsinnig Verrücktes, Künstlerisches, sondern es ist vor allen Dingen erstmal einfach, dass ich auf mein komplettes Erfahrungswissen zurückgreifen kann, auf die Intuition. Und gleichzeitig das immer kombiniere mit all dem Wissen, dem rationalen Wissen, was ich habe. Und das fließt in den Stift der Handskizze oder in die Maus im Rechner, wenn ich eine Karte erstelle, ein und produziert und macht ganz viele Fehlversuche und kommt dann irgendwann zu einem Bild. Das heißt, dieser Prozess ist notwendig, um so ein Bild zu produzieren. Und wenn man sich damit genauer beschäftigen will, gerade frisch rausgekommen, mein Buch, was sich genau mit diesen Prozessen des Entwerfens beschäftigt. Peter von Seggern hat dazu richtig viele Prozessskizzenbilder gemacht, die beschreiben, wie rationale und intuitive Strategien zusammenwirken. Und auch die Landschaftsplanung hat das längst begriffen. Also Antje Stockmann und Christina von Hagen haben in einem ihrer Artikel geschrieben, Landscape planning in general still lack the critical quality to develop engaging ideas and future-oriented visions. Politicians and citizens, also Transdisziplinarität, can identify with. This weakness of implementation may partly be compensated for by integrating landscape design approaches, which are better suited to create visions and spatial qualities. Also auch die Fachleute, die Fachfrauen in diesem Bereich haben diesen Aspekt längst aufgenommen. Und ja, so eine Typologie, wie wir sie für München entwickelt haben, die ist entworfen. Natürlich sind wir da stundenlang rumgelaufen, natürlich haben wir uns das alles angeguckt, natürlich haben wir die ganzen Gutachten der Stadt München gelesen. Aber irgendwann muss man sich hinsetzen und muss diese Typologie aufzeichnen. Und da hilft dann auch nur ganz viel Erfahrung und ganz viel Wissen, aber es braucht eben beides. Ich hoffe, Sie haben gemerkt, diese Studien, die ich Ihnen vorgestellt habe, sind eher dem Bild der Praxis zuzuordnen. Und die ganz am Anfang erwähnten Projekte aus Aarhus und das, was ich ein bisschen übersprungen habe, eher der Wissenschaft. Und für mich ist ganz wichtig, dass eigentlich zwischen diesen beiden, so wie es heute Morgen auch schon in dem ersten Paul, you mentioned it this morning, that science and practice should not be divided. And I guess this is very important. Ich glaube, es geht hier wirklich darum, sich klarzumachen,
dass diese Bilder ein Stück weit eine Brücke sein können, bei den beiden, in guten transformativen Wissenschaftsprozessen, Reallaboren und den guten transformativen Praxisprozessen braucht es diese Bilder. Und ich glaube, dass dieses Verhandeln, dieses Verstehen sehr gut eine Brücke eigentlich zwischen den beiden sein kann. Also, in den Praxisprozessen sind alle konzipierten und verhandelten Bildern gegen Erlebnisse des Raumes und seiner Bilder voraus. Es brauchte erst das erlebte Bild, dann konnte man es konzipieren, testweise der Gruppe, die in dem transdisziplinären Prozess beteiligt war, vorlegen, es weiter verhandeln, es überarbeiten, eventuell nochmal rausgehen, es durch neue erlebte Bilder ergänzen und schließlich kommt ein solches Produkt dabei raus. Und Alexander von Humboldt hat seine konzipierten Bilder auch erlebt. Und Maette, der Humboldt-Spezialist, sagt, dass Humboldt eigentlich eine Wissenschaft aus der Bewegung vorgemacht hat. Und hat gesagt, wenn er diese ganzen Reisen nicht gemacht hätte und diese Bilder nicht in seinen Köpfen gehabt hätte, hätte er sie nicht zu Papier bringen und dann eben auch nicht zu Hause in Frankreich und in Deutschland debattieren können. Insofern hoffe ich, dass mein Versuch, die erlebten, konzipierten und verhandelten Bilder zum roten Faden der Verbindung von transformativer Wissenschaft und transformativer Praxis zu machen und damit eben auch als eine von sehr, sehr vielen notwendigen Strategien dazu, sich mit dieser Komplexität zu beschäftigen, ohne sie zu reduzieren, sie zu fassen, sie darzustellen, sie diskutierbar zu machen, dass ich Ihnen damit vielleicht eine kleine Inspiration fürs Wochenende mitgeben konnte. Vielen Dank. Ja, ich brauche keine Kruski, ich komme aus München. Ich hätte nur die Frage, bei Ihren Bildern waren die Straßen immer eigentlich sehr lieblich, beschönigend eingezeichnet. Ich erlebe in der Praxis, jetzt denke ich mir an den Westen von München, dass in der Landschaft eben immer mehr Straßen entstehen, Hauptstraßen, die man auch zum Beispiel als Radfahrer dann doch, gerader und ich sage es einfach mal unangenehmer empfinden. Die Frage wäre, bei Ihren Visionen, stellen Sie da auch Bilder dar, wo eine unangenehmere, nicht so schöne Darstellung, gerade speziell auf die ganzen Straßen, die sich immer mehr durch die Landschaft ziehen, dargestellt werden zum Vergleich? Ja, also zum einen vielleicht noch zur Erklärung, diese Wege, die Sie hier in den Bildern sehen, sind natürlich Fuß- und Radwege, weil das sind die, auf die sich die Studie bezogen hat. Also wir haben jetzt nicht die wirklich großen Straßen in den Blick genommen. Das hätte ich halt noch sagen sollen, eben, dass es sich da eher um Fuß- und Radwege handelt. Und trotzdem ist ja steckt eine ganz andere interessante Frage da drin, nämlich stellt man eigentlich in den Bildern nur das Gute dar, das Positive. Und das ist das Problem. Da ist auch übrigens der Punkt angekommen, wo Bilder manipulativ werden können. In der Tat ist es bei diesen Bildern, so wie wir sie einsetzen, ganz häufig so, dass wir die Sachen hervorheben, die uns besonders wichtig für dieses Projekt erscheinen. Das können auch Problempunkte sein. Allerdings sind es dann häufig Problempunkte, die sich dann, wenn die Bilder verhandelt werden, im Laufe der Schritte wiederum zu einem Visionsbild entwickeln, wo diese dann zumindest eine Lösung vorzusehen. Also es ist schon so, dass diese Bilder tendenziell eine positive Vision zeichnen. Und wenn Sie die nicht verhandeln, wenn Sie die einfach nur vorlegen, so wie Sie auch die Freiraumplaner zum Beispiel, einen Entwurf für den Park, das ist natürlich ein schönes Bild zeichnen, wenn ich darauf hinweise, was das Problem ist, dann, wenn Sie es nicht verhandeln, ist die Gefahr da, dass man da auch was vertuscht und was weglässt. Wir haben gerade bei diesen Landschaften, zum Beispiel rund um München, aber auch beim Zeichnen ganz besonders darauf geachtet, diese Strukturen im Vordergrund zu stellen. Da sind teilweise schon auch diese großen Straßen mit drin, weil es nämlich zum Beispiel diese starken Richtungen sind, zu denen man sich als Fuß- und Radfahrer halten muss. Also es gibt nur wenige Durchschnitte, es gibt teilweise kommt man nicht dran entlang. Also da werden sie richtig auch zu einem Element des Bildes, zu einem störenden Element, was aber dann doch irgendwie planerisch gehandelt werden muss. Hat das Ihre Frage beantwortet? Ja, gut. Da wollen dann auch die Experten aus München widersprechen? Fehlen. Sie haben jetzt zum Schluss noch gesagt, dass die Reduktion von Komplexität
jetzt eigentlich nicht wirklich zielführend ist. Und gleichzeitig sind ja diese Bilder ja schon immer stark reduziert in ihrer Komplexität, um auch überhaupt verständlich zu werden. Vielleicht können Sie die Ambivalenz mal kurz erklären. Das ist natürlich eine ganz gute Frage. Also ich würde erstmal doch ein kleines bisschen widersprechen. Ich glaube, diese Bilder sind schon ganz schön komplex. Es gibt nur einen Zugang dazu, der das Bildliche entsteht. Weil ich sie mir angucken kann, wenn ich mir also jetzt einen wissenschaftlichen Text zur Wasserrahmenrichtlinie durchlese, dann schließt das ganze große Gruppen der Bevölkerung erstmal aus, weil sie es nicht verstehen. Diese einfachen Zeichnungen haben eine unglaubliche Komplexität, weil man das Zusammenwirken wirklich, also sich auf unterschiedliche Art und Weise vorstellen kann, weil man natürlich abstrahieren können muss von dem Ort. Es ist ja kein Ort dargestellt, es ist beispielhaft vorgestellt und trotzdem ist es anschaubar, verstehbar, ist ein Zusammenhang zu dem da, was ich schon als erlebtes Bild eventuell irgendwo mal gesehen habe. Ich habe ja schon Flussarme gesehen, die so aussehen wie in diesen Bildern. Also ich würde sagen, es ist keine klassische komplizierte Reduktion, aber es ist sozusagen durch das Medium des Bildes einen Zugang zu dieser Komplexität ermöglicht. Es ist nicht so, ist es, also beantwortet es Ihre Frage, überzeugt Sie das? Ich frage mal so. Ja, ich glaube, der Zugang ist tatsächlich der springende Punkt. Also, wenn man jetzt wirklich diese Bilder ihrer kompletten Realität darstellen würde, dann würden wir es nicht hilfreich, weil dann würden sie nicht begreifen. Genau. Ich werde die nächste Frage, wenn es noch Fragen gibt, bitte sammeln oder schicken. Und möchte ich gerne weiter zum nächsten. Aber erstmal nochmal ein kurzer